So, hallo alle zusammen. Heute geht es weiter mit dem nächsten Lego Jurassic World Dominion Set. Der Film kommt ja erst im Juni in die Kinos, aber die Sets von Lego, die sind ja jetzt Mitte April schon erschienen. Und wir schauen uns heute das Set mit der Nummer 76947 an. Das heißt Quetzalcoatlus Flugzeugüberfall. Das Set besteht aus 306 Teilen und kostet normalerweise knapp 50 Euro. Das Set gibt es aber auch schon im freien Verkauf. Da bekommt man es gerade so für um die 37 bis 38 Euro. So sieht dann mal die Verpackung des Sets aus. Hier links oben sieht man wieder das Lego-Zeichen und das Jurassic World Dominion-Zeichen. Hier rechts oben sieht man einmal den Kopf des Flugsauriers, genauso wie hier an der Seite der Verpackung. Und auf der Rückseite, da sieht man halt wieder die ganzen Funktionen von dem Set. Und hier rechts unten auch noch eine Größenangabe des Flugsauriers. Der ist also 5 Meter hoch und 9 Meter breit. Und jetzt schauen wir uns mal das Set ein bisschen genauer an. Und auch heute starten wir wieder mit den Minifiguren. Und dann starten wir hier mal mit Owen und Claire, den beiden Hauptcharakteren aus den Jurassic World Filmen. Bei Owen, da hat sich eigentlich nichts getan, also der sieht seit dem ersten Film irgendwie gleich aus, mit der gleichen Frisur, dem 3-Tage-Bart, und auch das Outfit hat sich wenig geändert. Also er trägt hier immer noch diese blaue Hose mit dem braunen Gürtel und so einer Tasche dran, und jetzt trägt er hier dann halt noch so ein graues Oberteil. Bei Claire, da hat sich ein bisschen was getan, sie hat nämlich eine neue Frisur bekommen, also sie trägt die Haare jetzt offen und sie sind halt, ja, länger geworden als zum Beispiel im ersten Film. Im zweiten Film, da hat sie dann auch schon ein bisschen längere Haare gehabt, aber die hier scheint nochmal einen Ticken länger zu sein. Zudem trägt sie auch noch eine blaue Hose, ein rotes Oberteil und darüber noch so eine türkisfarbene Jacke. Das passt eigentlich. Schauen wir uns die Figuren nochmal von allen Seiten an. Hier sieht man halt nochmal das neue Haarteil dann von der Claire. Und von hinten sehen die Figuren mal so aus. Hier ist jetzt noch nicht allzu viel zu entdecken. Also wir sehen halt hier so ein paar Falten auf dem Oberteil, genauso wie hier bei Claire. Aber ich werde die Haarteile jetzt nochmal abnehmen. Dann können wir uns zum einen die Gesichter mal anschauen und wir sehen halt nachher auch nochmal die Rückenbedruckungen ein bisschen genauer. Hier sieht man dann mal die ersten Gesichter, also Owen schaut auf jeden Fall sehr cool rein und ja, recht entspannt, aber auch Claire hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und wenn wir uns die Figuren jetzt nochmal von hinten anschauen, dann sieht man hier mal die zweiten Gesichter, also Owen hat hier einen sehr grimmigen und entschlossenen Gesichtsausdruck und Claire, die schaut so ein bisschen ängstlich. Es kann dann sein, wenn eben der Flugsaurier angreift, und zudem sieht man hier jetzt halt nochmal die Rückenbedruckungen, aber wie gesagt, da sind jetzt nicht allzu viele Details zu erkennen. Die dritte Minifigur in dem Set ist dann hier einmal Kyla Watts. Das ist jetzt ein neuer Charakter in den Jurassic World Filmen. Und diese Figur ist zwar nicht exklusiv in diesem Set, weil sie gibt es noch in dem großen 130 Euro Set, das ist halt auch noch mit dabei. Aber hier hat man halt eine günstigere Möglichkeit, um an diese Figur ranzukommen, wenn man die denn unbedingt möchte. Sie ist jetzt die Pilotin dann von dem Flugzeug, das wir uns nachher noch anschauen werden. Sie trägt eine olivfarbene Hose und die Torsobedruckung, die gefällt mir echt ziemlich gut. Sie hat hier so eine, ja, könnte vielleicht so eine Fliegerjacke sein, die so ein bisschen gefüttert ist hier innen. Darunter hat es auch noch so ein grünes Outfit mit jeder Menge Taschen dran. Was es damit auf sich hatte, wird man vielleicht auch im Film dann erfahren. Zudem hat es eigentlich ein ganz cooles Haarteil. Ich mag die Farbe von dem Haarteil richtig gerne. Und hier sieht man die Figur schon mal von hinten. Hier sieht man halt auch nochmal den gefütterten Kragen von der Jacke. Und auch diese Figur hat jetzt zwei Gesichter. Dafür werde ich auch hier mal kurz das Haarteil abnehmen. Die erste Gesichtsbedruckung sieht dann mal so aus. Hier schaut es auf jeden Fall ja, sehr neutral rein, hat aber ein kleines Lächeln auf den Lippen. Und wenn wir uns die Figur dann nochmal von hinten anschauen, dann sieht man hier das zweite Gesicht. Hier schaut sie ja eigentlich gar nicht mal so erschrocken rein, eher grimmig oder entschlossen, obwohl ja der Flugsaurier dann das Flugzeug angreift. Und den Flugsaurier, den schauen wir uns jetzt als nächstes an. Hier haben wir dann mal den Flugsaurier mit dem Namen Quetzalcoatlus. Den Namen werde ich jetzt aber nicht mehr aussprechen, weil der mir ein bisschen schwer von der Zunge geht. Und ich glaube, ich habe den sowieso ein bisschen falsch ausgesprochen oder betont. Deswegen nenne ich ihn ab sofort bloß noch Flugsaurier. Ich finde, Lego hat dieses Modell wirklich schön nachgebaut. Also ich kannte den vorher so noch nicht. Und ich habe mir jetzt mal ein paar Bilder bei Google angeschaut. Und ja, das sieht wirklich gut aus. Also hier dieses Modell, der richtige Flugsaurier von damals, der hatte halt auch so einen langen Schnabel, den hat Lego hier wirklich schön nachgebaut, in Orange gehalten, den kann man dann auch bewegen, also das Maul kann man dann halt öffnen und schließen, so sieht es dann mal geschlossen aus
und soeben geöffnet. Auch der Kopf an sich finde ich eigentlich ganz schön. Auch unter dem Auge hier ist so ein bisschen orange noch. Dann hat er halt ein blaues Auge. Hier oben noch so ein Horn. Und hier hinten sind halt so ein bisschen die Federn angedeutet. Das sieht wirklich gut aus. Und auch der lange Hals passt halt gut zu diesem Flugsaurier, weil er halt damals so einen langen Hals hatte. Die Flügel sind dann hier am Körper angebracht und die sind auch wirklich richtig groß. Wenn wir uns das Ganze nochmal von hinten anschauen, dann sieht man, was der für eine Spannweite hat. Also wir haben ja vorhin auf der Verpackung gesehen, ich glaube 9 Meter war das oder so, wie er breit ist, also was er dann für eine Spannweite hat. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Die Flügel an sich sind auch schön gestaltet. Die sind natürlich komplett aus Hartplastik. Hier ist dann auch nur so ein paar Details drauf. Hier vorne sieht man dann noch die Krallen an den Flügeln. Hinten sieht man halt noch die Füße. Da könnte man, wenn man möchte, auch wieder was reinklemmen, also eine Stange oder so zum Beispiel. Und ansonsten kann man bei dem Flugsaurier halt auch noch die Flügel verstellen, die kann man dann eben nach oben bringen oder eben nach unten. Also man kann es eben so aussehen lassen, als ob er mit den Flügeln flattert. Von unten sehen die Flügel dann noch so aus. Hier sind dann halt auch noch die Arme angedeutet. Hier unten sind zwei Befestigungspunkte für Studs. Da habe ich ja gerade auch diese transparenten Teile dran gemacht. Und auf dem Rücken hat er auch noch insgesamt 8 Studs. Also da könnte man, wenn man möchte, auch noch was dran befestigen. Also ein echt cooler Flugsaurier, den wir so vorher von Lego noch nicht hatten. Und hier haben wir dann noch das Flugzeug aus dem Set, so ein Propellerflugzeug, das eigentlich auch ganz gut aussieht. Wie gesagt, der Film, der kommt ja erst im Juni in die Kinos, aber man hat in den Trailern schon gesehen, dass eben das Flugzeug auch vorkommt und dass das dann von dem Flugsaurier angegriffen wird. Und an dem Flugzeug gibt es jetzt auch ein paar Funktionen, nenne ich es mal, um diesen Flugzeug oder um diesen Angriff auf das Flugzeug nachzustellen. Das sind zum einen nämlich die Propeller, die hier unter den Flügeln angebracht worden sind. Die Propeller kann man natürlich zum einen mal drehen, das ist ja ganz klar. Und zum anderen kann man die Triebwerke samt Propeller auch noch komplett abnehmen. Die sind nämlich hier über so einen Clip unter der Tragfläche dann befestigt. Da kann man also nachspielen, dass der Flugsaurier eben angreift und die Propeller oder die Antriebe eben beschädigt. Im Trailer hat man ja nur gesehen, dass eben der Flugsaurier das Flugzeug wirklich sehr hart rannimmt und sehr viel kaputt macht. Man hat den Absturz aber noch nicht gesehen, aber höchstwahrscheinlich wird es da zu einem Absturz kommen, weil ja im Trailer hat man ja gesehen, dass die Propeller schon Feuer gefangen hatten. Das funktioniert natürlich dann auch auf beiden Seiten, also hier auf der anderen Seite kann man den Propeller eben auch drehen und ganz leicht abnehmen, aber auch ganz leicht eben wieder montieren. In dem Set waren insgesamt 6 Aufkleber enthalten. Das ist einmal dieser hier an der Seite mit Midnight Oilers. Zudem sind hier oben auf dem Cockpit noch so ein paar Details angebracht. Also hier an der Seite, hier vorne noch eins und auf der anderen Seite ebenfalls. Und zudem sieht man hier auch nochmal den Aufkleber mit Midnight Oilers. Der 6. Aufkleber ist dann hier auf dem linken Flügel. Auf dem rechten Flügel, da ist dann kein Aufkleber drauf. Das Flugzeug verfügt dann über einen Laderaum, dafür kann man einmal die hintere Klappe nach unten bringen. Aber auch diese Klappe hier oben, die kann man auch nach oben bringen. Dann hat man da einen leichteren Zugang zu dem Laderaum. Und hier drin ist einmal dieses Teil, das kann ich mal kurz rausholen. Hier sind jetzt ein paar Werkzeuge mit dabei, also ein Schraubenschlüssel, eine Taschenlampe und auch noch ein Feuerlöscher. Wie gesagt, im Trailer hat man ja gesehen, dass der Flugsaurier die Triebwerke schon zum Brennen gebracht hat und es könnte vielleicht sein, wenn das Flugzeug dann abstürzt, dass sie dann versuchen, irgendwie wieder das Flugzeug in Gang zu kriegen, wobei das wahrscheinlich ziemlich schwer werden kann. Dann werfen wir jetzt nochmal einen Blick in das Cockpit. In dem Cockpit ist nämlich Platz für alle 3 Minifiguren. Das Cockpit kann man ganz einfach nach oben hin abnehmen. Dann sieht das Ganze mal so aus. Hier hat man dann einmal den Sitz für die Pilotin hier vorne, dann hat man hier noch ein paar Instrumente, das ist ein bedrucktes Teil und kein Aufkleber und hier hinten, da kann dann auch noch Claire und Owen sitzen. Und das Ganze sieht dann mal so aus, also Owen und Claire, die haben da hinten problemlos Platz. Ja, und das waren dann auch schon wieder alle Details und Funktionen von dem Set. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung zu dem Set unten in die Kommentare. Und das war's dann mal soweit von mir. Macht's alle gut und ciao.